Heute haben wir eine PlayStation 4 Pro. Diese ist im Menü absolut unhörbar. Sobald man aber ein Spiel startet, schreit sie förmlich nach Hilfe. Ich habe jetzt mal ein Spiel gestartet und vielleicht können wir sie ja hören. Ich denke mal, ihr könnt sie genauso gut hören wie ich. Es ist absolut nervend und störend. Somit kann man nicht spielen. Und man müsste auch jedes Mal Angst haben, dass die Konsole jederzeit eigentlich sich abschaltet und sich gar nicht mehr einschalten lässt. Wir schalten sie auch gleich aus und wir schauen nochmal, warum sie so laut wird. Es fehlen jetzt bereits schon einige Schrauben und das Blech wurde über die Verkabelung gemacht. Das macht man überhaupt nicht. Auf dem Speicher fehlen Thermalpads, was nicht gut ist. Die Klammerung wurde verkehrt rum montiert. Das Netzteil sieht sehr sauber aus. Das Gehäuse ist jedoch auch schon aufgebrochen. Man sieht, dass Wärmeleitpaste bereits ausgetauscht worden ist. Und hier sehen wir den Grund für viele laute Konsolen, die irgendwann abschalten, gar nicht mehr starten möchten. Die heiße Luft kann nicht mehr abgeführt werden. Und somit überhitzen sie. Dann machen wir sie sauber. Die Kühlrippen sind wieder komplett gereinigt, nichts mehr, was im Wege ist. Die entstandene Temperatur kann somit aus der Konsole herausgepustet werden. Die Konsole wird nicht mehr laut, sie überhitzt nicht oder schaltet ab.
Dann testen wir sie. Die Konsole ist jetzt unhörbar. Der Besitzer hat sie schon einmal zerlegt, gereinigt, ich konnte es sehen, es fehlen Schrauben in der Konsole, es wurde nicht richtig zusammengebaut. Der erste große Fehler war die APU-Spannklammer. Diese war verkehrt rum montiert, sodass kein Druck auf die APU ausgeübt worden ist. Der zweite Fehler, sie wurde nicht richtig auseinandergebaut, nicht richtig gereinigt. Die Kühlrippen waren komplett verstopft mit Staub und Schmutz. Somit hat sich hier die Hitze gestaut und konnte nicht herausgepustet werden. Ihr habt sie vorher gehört, ihr hört sie jetzt. So muss es sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie das mit dem Daumen nach oben funktioniert, wisst ihr. Bis zum nächsten Video.